so. Langsam wird's kälter und hier drin kann ich ja leider nicht an meinem Bus schrauben. Deshalb denke ich, wäre es mal Zeit für eine. Wenn man sich die Unordnung hier mal anschaut, stellt sich natürlich die Frage, wie zieht man eigentlich eine Werkstatt um? Erstens, Müll und Schrott. Ich tendiere immer dazu, alle Sachen aufzuheben. Das ganze Blech hier habe ich zum Beispiel aus einem anderen Projekt übrig. Ich hatte das schon 2 Monate auf eBay Kleinanzeigen drin, aber niemand wollte das haben. Deswegen bringe ich es jetzt zum Wertstoffhof. Beim Wertstoffhof habe ich natürlich kein Geld gekriegt für das Blech, weil Eisen nur so einen Schrottpreis von ungefähr 10 Cent pro Kilo hat. Aber bei diesem 64 Kilo schweren Trafo. Da sieht es bestimmt anders aus. Den Trafo durfte ich mal mitnehmen, als ein Haus abgerissen wurde. Aber ich hatte nie einen Verwendungszweck dafür. Und deswegen probiere ich jetzt mal, das Kupfer daraus zu extrahieren. Weil Kupfer hat einen Kilopreis von fast 5 Euro. Eisenkern immer nur eine Schicht Kupfer drauf war, ist jetzt doch eigentlich ziemlich viel zusammengekommen. Genau genommen 6,5 Kilo Kupfer. Bei der Suche danach, wo ich das hinbringen soll, habe ich was ganz Cooles entdeckt. Und zwar könnt ihr einfach auf themetalpost.de gehen. Dort findet ihr dann alle Preise für die jeweiligen Materialien aufgelistet. In unserem Fall ist es jetzt Kupfer und wir geben jetzt hier ein 6,6 Kilo und fügen das unserem Verkaufskorb hinzu. Hier kann ich jetzt auch meine bevorzugte Versandart wählen und das Ganze abschließen. So, ich bin jetzt das Paket los und bald auch 30 Euro reicher. Und jetzt kommen wir zu Schritt 2. Alles einpacken. Schritt 3. Ein neues Ordnungssystem. An endless fight, but we both.
surprise, and I can't believe my eyes. The sky was falling, why you make it so hard? The air was shaking and I was falling apart. And it cuts me like a knife, but it brings me back to life. Falls ihr irgendwelche Vorschläge habt, wie ich diese Garage noch einrichten kann, hier gibt es ja richtig viel Gestaltungsspielraum, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich lese mir alle Kommentare durch und bin gespannt auf eure Meinungen. Also, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und macht's gut.